Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch. Ein Seil über dem Abgrunde. Stell dir vor, dass unsere Existenz tatsächlich sinnlos ist, dass das Leben auf der Erde nur ein Zufall ist und dass die Menschheit nichts weiter als ein kosmischer Witz ist, ohne inhärente Bedeutung. Was machen wir daraus? In einem bedeutungslosen Universum sind wir frei zu tun, was immer wir wollen. Doch der Umgang mit dieser Erkenntnis ist nicht für jeden so einfach. Deshalb gab es auf dem Kanal kurz gesagt ein Video zum optimistischen Nihilismus, einem positiven Umgang mit dieser Erkenntnis. Und ich konnte mich mit diesem Begriff optimistischer Nihilismus nicht wirklich anfreunden. Beginnen wir mal ganz kurz mit dem Begriff Nihilismus, ganz allgemein, wobei ich denke, dass die meisten damit bereits etwas anfangen können. Nihilismus bezeichnet die Überzeugung, dass es keine absoluten Wahrheiten, Werte und keinen objektiven Sinn des Daseins gibt. Durch die Abwendung der Menschen von der Religion entwickelt sich die Gesellschaft mehr und mehr zu diesem Denken. Nietzsche brachte es mit seinem bekannten Ausspruch Gottes Tod ganz gut auf den Punkt. Es gibt keinen höheren Sinn, keine führende Macht. Nun steht der Mensch nackt da und entblößt zeigt sich die eigene Verantwortlichkeit für sein Handeln. Nihilismus ist dabei aber einfach nur eine Erkenntnisgrundlage, um darauf aufbauend eine persönliche Weltanschauung zu entwickeln. Der Zustand des Nihilismus kann für ein Individuum niemals ein dauerhafter sein. Solch ein Individuum wäre nicht überlebensfähig. Man kann deshalb auch keine bekannten Philosophen nennen, die man als Nihilisten bezeichnen könnte. Nietzsche und Heidegger sind hier zwar durchaus erwähnenswert, aber lasst uns für dieses Video einfach festhalten, es ging in den philosophischen Lehren immer um den Umgang oder die Überwindung des Nihilismus. In einem Folgevideo werde ich den Nihilismus nochmal tiefergehend betrachten und die selbsternannten Nihilisten unter die Lupe nehmen. In diesem Video soll es aber erstmal speziell um den Begriff optimistischer Nihilismus gehen. Mein Problem mit diesem Begriff ist, es beschreibt keine neue Idee. Es ist einfach der Existenzialismus in ein anderes Wort gepackt. Es ist wie mit diesen ganzen komischen Produkten, die einem mittlerweile um die Ohren geschleudert werden. Beworben meistens von gesellschaftlich unverzichtbaren Influencern. Wenn uns zum Beispiel ein Zahnaufhellungswundermittel verkauft wird, welches eigentlich eine normale Zahnpasta ist. Nun ist das bei einem Begriff natürlich kein aggressives Marketing, mit dem uns das Geld aus der Tasche gezogen werden soll. Deshalb ist das hier jetzt auch kein Kritikvideo an dem großartigen Team und YouTube-Kanal von Kurz gesagt. Es ist einfach eine genauere Analyse des vorgestellten Konzepts. Und übrigens stammt der Begriff optimistischer Nihilismus von Kurz gesagt selbst, das war einigen anscheinend auch vorher nicht ganz klar. Okay, nun habe ich gerade das Wort Existenzialismus in den Raum geworfen, jetzt bin ich euch auch noch eine Erklärung schuldig. Jean-Paul Sartre, den Hauptvertreter des französischen Existenzialismus, kennen wahrscheinlich viele von euch und wahrscheinlich haben einige auch schon davon gehört, dass es in seiner Philosophie um die Freiheit des einzelnen Menschen geht. Deshalb gilt er auch bis heute als der Philosoph der Freiheit. Nun ist Freiheit zugegeben ein sehr abstrakter Begriff. Lasst uns deshalb nochmal genauer hinschauen, was er eigentlich damit meinte. Also, auch Sartre beginnt zuerst mit den Grundsätzen, wie sie auch der Nihilismus beschreibt. Es gibt keine feste Wesensbestimmung des Menschen, also keinen objektiven Sinn des Lebens. Der Mensch muss sich sein Wesen selbst definieren. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Werkzeug wie einer Schere. Eine Schere existiert, um zu schneiden. Genau dafür, für diesen Zweck hat sie ein anderes Wesen geschaffen, in dem Fall ein Mensch. Und dieses Wesen kann Sinn und Bedeutung verleihen. Beim Menschen ist es nicht wie mit der Schere. Der Mensch ist nicht geschaffen worden, um einen Sinn zu erfüllen. Er existiert einfach. Das meinte Sartre, wenn er sagte, dass die Existenz des Menschen seiner Essenz vorausgeht. Der Mensch hat also kein vorbestimmtes Wesen und daraus folgert Sartre, dass der Mensch zur Freiheit verurteilt ist. Es gehört also unmittelbar zur menschlichen Natur, das eigene Leben planen und gestalten zu müssen. Der Mensch ist tatsächlich frei von einem objektiven Daseinszweck und schafft sich seinen Sinn daher selbst. Das ist im Prinzip genau derselbe Umgang mit dem Nihilismus, den der optimistische Nihilismus vorschlägt. Nun hatte ich da auf Instagram mal nach eurer Meinung gefragt, um zu verstehen, ob ich da vielleicht irgendetwas übersehe, doch die meisten von euch, die da tatsächlich erstmal einen Unterschied gesehen hatten, waren nach meiner Erklärung dann doch überzeugt, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt. Die Kritik am Existenzialismus im Vergleich zum optimistischen Nihilismus war manchmal, dass der Mensch im Existenzialismus eben auch eine Verantwortung trägt, seiner Existenz eine Essenz bzw. einen Sinn zu verleihen. Und das sei ja im optimistischen Nihilismus nicht der Fall. Dort würde die Existenz an sich reichen, ohne dass der Mensch sich eine Essenz suchen muss. Aber vielleicht liegt hier ein Missverständnis vor, was mit der Essenz eigentlich gemeint ist.
Was heißt es denn, sich eine Essenz zu geben? Es heißt, Entscheidungen zu treffen. Auch im Existenzialismus hat unser Leben immer etwas Vorläufiges und Unvollendetes. In jeder Sekunde planen wir uns neu und bestimmen, in welche Richtung wir uns entfalten wollen. Wenn du dich zum Beispiel entscheiden musst, ob du viele Liebesbeziehungen führst oder eine feste Liebesbeziehung, in der gegenseitige Treue eine große Rolle spielt, dann musst du eine Wahl treffen. Du kommst gar nicht drum herum. Es ist nicht so, dass du aktiv eine Essenz für dein Leben suchen musst. Du tust es ganz automatisch mit jeder Entscheidung, die du triffst. Und wenn man sich nun entscheidet, keine Entscheidung zu treffen? Naja, dazu sagt Sartre, wir können uns als Fliehenden, Ungreifbaren, Zögernden und so weiter wählen. Wir können uns also sogar dazu erwählen, uns nicht zu wählen. Aber mit dieser Nichtwahl trifft man eben wieder eine Wahl, ohne es zu wollen. Du kommst im Endeffekt nicht drum herum, dir in jedem Moment deine Essenz zu erschaffen. Und das ist der entscheidende Punkt. Sartre sagt nicht, dass man frei ist, wenn man seiner Philosophie folgt, sondern dass jeder Mensch keine andere Wahl hat, als frei zu sein. Okay, nun nochmal zum Vergleich mit dem optimistischen Nihilismus. Die Aussage aus dem Kurzgesagt-Video ist, es gibt keinen objektiven Sinn, deshalb kannst du dich frei entfalten. Und das ist, stark heruntergebrochen, exakt die Aussage des Existenzialismus. Zugegeben, es gibt im Existenzialismus auch Begriffe wie Unaufrichtigkeit und Authentizität, mit denen Sartre nochmal spezifiziert hat, was Freisein wirklich bedeutet. Wer sich dafür genauer interessiert, kann sich gerne mal meine beiden Videos speziell dazu anschauen. Aber paradoxerweise setzen gerade diese Begriffe ein wahrhaft nihilistisches Denken voraus, im Gegensatz zum optimistischen Nihilismus, obwohl hier das Wort Nihilismus sogar enthalten ist. Dazu gleich nochmal mehr. Einige stecken den optimistischen Nihilismus allerdings eher in eine Kategorie mit der Philosophie des Absurden von Albert Camus, in der die Betonung auf der Annahme des Absurden liegt. Das Absurde ist dabei der Konflikt zwischen der menschlichen Neigung, eine Erklärung und einen Sinn des Lebens zu suchen, und der menschlichen Unfähigkeit, irgendwelche Bedeutung zu finden. Allerdings steckt im Begriff optimistischer Nihilismus ja das Wort Optimismus. Und Optimismus beschreibt eine Lebensauffassung, in der die Welt oder eine Sache von der besten Seite betrachtet wird. Und die beste Seite unserer Freiheit wird viel eher im Existenzialismus beschrieben als in der Philosophie des Absurden. Und auch mit dem Aspekt der Bonuspunkte, welche am Ende des Videos genannt werden, passt die Philosophie des Absurden nicht wirklich zusammen. Bonuspunkte gibt es für jeden, der das Leben anderer Menschen besser macht. Und noch mehr Bonuspunkte bekommt jeder, der dazu beiträgt, ein galaktisches Imperium aufzubauen. Auch in der Philosophie von Sartre spielen die anderen Menschen eine große Rolle. Und auch wenn ich diese Vorschläge im Kurzgesagt-Video ebenfalls unterstütze, bricht damit eigentlich das ganze Konzept von Nihilismus zusammen. Wenn es Bonuspunkte für diejenigen gibt, die das Leben anderer Menschen besser machen oder sogar noch mehr, wenn man hilft, ein galaktisches Imperium aufzubauen, dann ist das ganz eindeutig kein Nihilismus mehr. Und das ist für mich auch der größte Knackpunkt an diesem Begriff. Wenn doch wieder eine Moral und ein Ziel hinzugefügt wird, dann ist Nihilismus auch in Verbindung mit einem anderen Wort einfach nicht mehr passend. Und jetzt kommt der Plot-Twist. Viele Minuten erzähle ich euch nun, dass der Begriff optimistischer Nihilismus bei mir nicht auf Resonanz stößt, und dann beim Schreiben dieses Videoskripts ist mir aufgefallen, doch vielleicht ist der Begriff optimistischer Nihilismus irgendwie sinnvoll. Er kratzt zwar nur an der Oberfläche, sowohl vom Nihilismus als auch vom Umgang damit, aber er ist eine vielleicht notwendige Erscheinung in einer Welt, in der Religion immer weniger eine ernsthafte Rolle im Denken der Menschen spielt, aber eine tiefgehende, existenzielle Auseinandersetzung des Einzelnen mit seinem Sein noch nicht stattfindet. Er ist eine notwendige Zwischenform. Und der Begriff, naja, ist ein kleines bisschen ungünstig gewählt, aber Nihilismus ist halt aktuell ein Trendbegriff, mit dem diejenigen, die das Video erreichen soll, in den meisten Fällen bereits etwas anfangen können. Und in dem Sinne stehe ich voll hinter Kurzgesagt. Mein Leitspruch ist, in Übereinstimmung mit dem zu lehren, was erforderlich ist. Und genau das tun sie. Sie stürzen mit ihren Videos die Menschen teilweise in Existenzkrisen. Und anstatt drum herum zu reden, sagen sie, ja, das Leben hat keinen objektiven Sinn, aber das ist okay. Und den meisten scheint das vorerst zu reichen. Und wem das nicht reicht, der ist hoffentlich durch das Video dazu angeregt, weiter zu recherchieren. Sehr schön finde ich auch die Betonung der Neugier am Ende des Videos, die auch meine Triebfeder darstellt. Besonders spannend finde ich dabei den Aspekt, dass das Universum sich selbst durch uns erfährt. Denn wir sind ja faktisch ein Teil des Universums und nicht davon getrennt. Wir erleben uns aber subjektiv als getrennt, das ist unsere alltägliche Erfahrung. Und da genauer reinzuschauen, ist der Anspruch an mein Meditationstraining.
Meinen kostenlosen 10-tägigen Kurs kannst du jetzt noch für ein paar Tage in Anspruch nehmen und anschließend bekommst du auch als erstes Zugang zur Mindbuilding-App. Die befindet sich gerade in den letzten Entwicklungsschritten. Ich freue mich schon sehr darauf, sie dir bald präsentieren zu können. Die Kurse, die jetzt schon enthalten sind, werden deinen philosophischen oder spirituellen Weg auf jeden Fall auf eine neue Stufe bringen. Falls du dieses Video später siehst, findest du den Link zur App in der Beschreibung.